Also wenn man jetzt Bremsansatz, Geschwindigkeit und so weiter hat und man lehnt sich auch noch nach vorne dabei. Liebe Leute, der Stoppy, Endo genannt, Nose Wheelie, gibt es auch noch, wenn man länger am Vorderrad rollt. Alles auch wichtig fürs Hinterradversetzen, ist ein ganz wichtiges Thema bei den alten Mythen, die wir zerstören wollen. Jetzt hier nochmal ein dickes Dankeschön an die Unterstützer der Mythenkiller-Serie. Das ist F100 Pflegeprodukte und Saulandtourismus. Danke nochmal. Ja, ihr wisst es. Was kommt jetzt? Und zwar gibt es diesen alten Mythos als Fahrtechnik-Anweisung, dass man, wenn man das Hinterrad leicht machen will, um ein Stoppy zu machen, also mit Hilfe der Vorderbremse und der Körperbewegung aufs Vorderrad zu gehen. Wie gesagt, das kann eine Spielerei sein für Parkplatztricks. Kann aber auch fürs Hinterradversetzen wichtig sein. Da ist es so, dass dann oft gesagt wird, ein dosiertes Nutzen der Vorderbremse und so weiter und so fort. Und dass man seinen Körperschwerpunkt, seinen Körper nach vorne bewegt, um das Hinterrad leichter zu machen. Kein Witz, auch aktuell, ich lese es und höre es immer wieder. Man kann ganz klar sagen, wann werden das auf jeden Fall richtig so mit dem Körper nach vorne bewegen? Den Körperschwerpunkt nach vorne bewegen, ich zitiere das nur. Das wäre, wenn du wie BMXer oder manche Street-Dirt-Biker mit Mountainbike ein Nose-Wheelie machst ohne Vorderradbremse. Aus der Quarter raus oder irgendwie auf einer Ledge, auf einem Skatepark und so weiter. Die machen das wirklich, die gleichen das dann aus, das ist ähnlich wie beim Manual auf dem Hinterrad, also auf dem Vorderrad, das ist quasi ein Nose-Manual. Das passiert mit Körpergewichtsverlagerung, ausbalancieren, Sweetpoint finden, ohne Vorderradbremse. Da wäre das richtig. Also ganz klar, das kann es geben, wie gesagt, wenn man keine Vorderbremse hat, dann läuft es so. Und was auch klar, was richtig ist, dass man irgendwie das Hinterrad entlasten muss und dass man eine Körperbewegung dazu nutzt. Und jetzt gibt es ganz viele Faktoren, die darauf wirken, wie stark man das macht. Trotzdem kann ich ganz stark empfehlen, erstmal natürlich mit kleinen Baby-Steps anfangen, die Vorderbremse kennenlernen, gucken, was passiert, wenn man sich daran tastet, mehr zieht, mehr zumacht, gegenlehnen, zu gucken, was passiert dann, dass man auf keinen Fall einfach direkt voll reinhaut und wirklich fast direkt über den Lenker geht, wenn man keine Vorerfahrung hat. Wenn du gehst halt mit hoch und jetzt ist es so, wenn du wirklich aufs Vorderrad gehst für Nose-Wheelie, für ein Hinterradversetzen und so weiter, dann hast du keinen lastenfreien Lenker mehr, hast du deutlich Druck am Lenker. Du bist mit hochgegangen und das reicht dann schon. Dann hast du wirklich hier viel Kraft in den Armen, die du nutzt und du bist stabil. Du kannst auch dagegen halten, dass du nicht über den Lenker gehst. Aber du musst nicht auch noch nach vorne gehen. Dein Vorderrad wird leicht genug, wenn du eine leichte Tief-Hoch-Bewegung machst. Die muss jetzt auch nicht wie ein Flummi titschen, wie bei einem Preload, das, was du fürs Hoppen nutzen kannst oder so, sondern du hast ja die Vorderbremse, du bist ja im Gefälle. Genau, und deswegen reicht das. Und sich dann auch nach vorne zu bewegen, das halte ich sogar für fahrlässig, ja. Sehr gefährlich, das Ganze. Ja, und was ist jetzt natürlich gesagt, Nachteil wäre, dass man über den Lenker gehen kann, wenn man wirklich plus Bremse, plus Gefälle und dann auch noch sich nach vorne bewegt mit der Hüfte oder die Schulter noch mehr nach vorne bewegt. Das brauchst du gar nicht. Das Rad kommt dir hoch und nimmt dich eh ein bisschen mit, wenn du Nose Wheelie machen willst und wenn du einfach nur einen sehr krassen Stoppy machen willst. Das heißt, du willst das Hinterrad maximal hochkommen lassen für einen Stoppy und dann wieder runterfallen lassen, kann ich auch gleich mal vormachen. Dann ist es sogar so, dass du ab einem gewissen Punkt dein Hinterrad in dich reinkommen lässt, der Sattel wieder unter der Hüfte nach vorne wandert, die Beine sich beugen. Einfach damit du nicht um den Lenker gehst, ganz, ganz klar. Deswegen bitte folgt nicht diesem Tipp und bewegt euch gleichzeitig noch mit den Bremsen und so weiter nach vorne. Wenn ihr eure Bremsimpulse unterstützen wollt, macht das lieber mit einer kleinen Tief-Hoch-Bewegung. Also wenn man jetzt Bremsansatz, Geschwindigkeit und so weiter hat und man lehnt sich auch noch nach vorne dabei, besteht akutes Überschlagsrisiko, weil das Rad stoppt, die Physik und alles wirkt dann dafür, dass der Körper eh nach vorne geschoben wird. Und wenn man nicht dagegen hält, sondern auch noch bewusst nach vorne geht, geht es echt, gerade wenn man noch nicht genug Bike-Gefühl und Vorerfahrung hat, ganz schnell nach vorne, man kann sich wehtun.
Also alle, die natürlich den Nose Wheel üben, also am Schotterweg gerade nicht so cool, auf einer Asphaltstrecke ein bisschen besser am Anfang. Natürlich, wenn du Nose Wheelie machst, du willst noch ein bisschen auf dem Vorderrad bleiben, dann ist es so, das machen manche im Sitzen oder halt im Stehen und dann machen die es ohne die sehr starke Körper-Bike-Trennung. Das heißt, die lassen den Sattel nicht wie bei einem extremen Stopp hier nach vorne durchwandern, sondern die bleiben dann so, haben sehr viel Druck in der Arm, sehr viel Krafteinsatz, sehr viel Gewicht in den Arm. Ja, und dann kann man so im Vorderrad so bleiben. Aber du musst nicht auch noch dabei dich noch mehr nach vorne bewegen. Das reicht ja, dass das Rad, Hinterrad hochgeht und zusammen mit dir, normalerweise in Steilstücken oder wenn man halt einen sehr krassen Stoppie macht, würde ja der Sattel unter dem Hüfte nach vorne kommen. Wenn man im Nose Wheelie bleiben will, bleibt der Po über dem Sattel. Und das ist, denke ich mal, auch damit gemeint, dass die Leute sagen, Bremseinsatz und leicht nach vorne gehen. Aber du brauchst nicht nach vorne gehen. Wenn du das gerade als Anfänger in diesem Bereich machst, geht es sehr schnell über den Lenker. Also, das waren so meine kleinen Tipps dafür. Klar kann man in jedes dieser Zerstörungsthemen bei den Mythen noch tiefer reingehen, aber ich denke, ihr wisst, worauf was gemeint ist. Ich habe es auch ein bisschen gezeigt, demonstriert. Tastet euch langsam ran, das ist wirklich ein sicherheitsrelevantes Thema. Keiner möchte beim Stoppy oder Nose Wheelie über den Lenker gehen. Und macht Schritt für Schritt, dann seid ihr safe. Macht es vielleicht auf einer glatten Wiese, wenn ihr euch dann vom Kopf her wohler fühlt. Viel Spaß beim Üben.